Was geht, meine werten Zuschauer? Willkommen zu einer weiteren Speed Review. Die Woche, in der ich frei hatte, war sehr produktiv und ich habe sehr viele coole Ideen gefunden. Also freut euch auf viele neue Sachen und vielleicht auch ein paar potenzielle alte Sachen, die zurückkommen. Ja, aber das, was ich wirklich sagen wollte, war, ich bin krank. Ich habe eine Mandelentzündung. Ich wollte nur das sagen. Vielleicht kommt nächste Woche dann kein Video, weil ich dann auch noch Besuch bekomme und das zusammen mit einer Mandelentzündung ist nicht geil. Vielleicht hört man sogar, dass ich krank bin ein bisschen, aber naja, ich würde sagen, wir fangen jetzt sofort mit der Speed Review an. Los! Speed Review! Rocket League. Fertig, los! Es ist wirklich spaßig. Rocket League wurde von Psyonix entwickelt, den Machern von Supersonic Acrobatic Rocket Powered Cars. Yeah! Flawless! Es ist eigentlich nur Autofußball, mit sehr vielen coolen Elementen. Man kann bis zu zweimal springen, hat eine Boostleiste, mit der man schneller werden kann und man kann an den Wänden entlangfahren. Diese Elemente machen Rocket League sehr geil, weil es sehr schnell ist und immer was passiert. Das Ziel des Spiels ist logischerweise Tore zu schießen. Man kann entweder für ein oranges Team oder ein blaues Team spielen. Man kann von 1 gegen 1 Matches bis zu 4 gegen 4 Matches machen. Oder man kann auch lokal im Koop mit Freunden spielen. Da hatte ich persönlich den meisten Spaß dabei. Die Grafik ist echt schön auf der PS4 und die Maps sehen toll aus. Es gibt 5 Maps und ein paar weitere Maps, aber das sind nur Wettervariationen der schon vorhandenen Maps. Und bei mir ist es flüssige 60 Frames per Second gelaufen. Es hat auch eine Garage, bei der man sein Fahrzeug umbauen kann. Das ist aber alles kosmetisch und hat keinen Effekt auf die Fahrphysik. Mit allem Guten, was das Spiel vorweist, gibt's leider auch Probleme. Erstens, die KI auf dem Anfängerlevel ist brutalst dumm. Es ist schon schlimm genug, dass sie euch die ganze Zeit in die Quere kommt. Aber es kann auch sein, dass sie einfach Eigentore schießen. Die nehmen den Ball und fahren einfach direkt ins Tor rein. Es ist ganz schön nervig. Auf Profi passiert das zwar nicht so oft, aber der Schwierigkeitsgrad ist auch übelst schwer. Daher würde ich raten, spielt das Spiel einfach mit Freunden. Und noch eine Kleinigkeit, die mich aufgeregt hat, ist, dass es zwischen Anfänger und Profi keine Mittelstufe gibt. Es gibt als Schwierigkeitsgrad entweder Anfänger oder schon Profi. Und ich stecke voll dazwischen. Das wäre echt cool, wenn es ein Halbprofi oder ein Mittelschwierigkeitsgrad geben würde. Denn das würde alles sehr viel leichter machen, weil Anfänger ist für mich zu leicht und Profis für mich zu schwer. Ja, aber das sind so die Kleinigkeiten, die mich an dem Spiel genervt haben. Aber persönlich finde ich das Spiel echt geil. Ich persönlich mag Fußball nicht so, aber das Spiel macht richtig Spaß. Daher gebe ich diesem Spiel eine 8,5 von 10. Es ist ein echt tolles Spiel. Man kann es gut mit Freunden spielen und alleine macht das auch sehr viel Spaß. Aber diese Kleinigkeiten wie die Schwierigkeitsgrade oder die dumme KI hält es etwas zurück. Aber um ehrlich zu sein, nicht sehr viel. Ich würde es euch empfehlen, wenn ihr irgendwas mit diesem Genre anfangen könnt. Und wenn nicht, wer weiß, vielleicht gefällt es euch ja. Ich habe das Spiel auf der PS4 gespielt, aber es gibt auch eine Steam-Version und beides kostet jeweils 20 Euro.